Hallo. Folgende Situation. Wir haben einen Verstellmotor und der klingt irgendwie mies. Alle sagen, der muss besser klingen. Da gehen viele Ingenieure dazu hin, messen den Pegel und sagen dann, der muss jetzt leiser werden. Letztendlich immer mit der Hoffnung, dass wenn er leise genug abgesenkt wird, dass er dann durch irgendwelche Umgebungsgeräusche maskiert wird und er dann nicht mehr hörbar ist. Und wenn ich ihn dann nicht mehr höre, dann ist das Problem ja weg. Ja, funktioniert. Das ist aber ein Riesenaufwand, was man da absenken muss. Dabei ist das gar nicht nötig. Es reicht doch, wenn der Verstellmotor gut klingt. Ich möchte den sogar hören. Ich möchte doch hören, Rückmeldung. Ja, jetzt arbeitet er für mich. Es läuft. Gute Musik mache ich auch lauter. Ein schöner Sportwagen, den will ich hören. Es ist viel einfacher, an der Soundqualität, am Geräusch zu arbeiten, anstatt es einfach nur runterzudrücken und zu hoffen, dass irgendjemand anders mir das maskiert. Ich stelle heute hier die Rauigkeit vor. Das ist eine der psychoakustischen Größen, die einem einfach helfen zu erkennen, ist mein Geräusch gut oder schlecht und was muss ich verändern, damit es besser klingt. Rauigkeit. Was ist das? Wozu ist das gut? Und wie kann ich das geschickt für meine Geräuschoptimierung nutzen? Das alles jetzt und hier. Rauigkeit ist eine Illusion, ein Trugschluss des menschlichen Gehörapparats, aber dennoch ist er da und wir sollten uns damit beschäftigen. Um es zu erklären, habe ich hier mal ein einfaches Beispiel mitgebracht. Ich habe hier einen durchgehenden Sinuston bei 1000 Hertz und einen zweiten Ton, der in der Frequenz nach und nach abfällt. Das Besondere dabei ist, dass das menschliche Ohr so Frequenzen, die dicht beieinander liegen, nicht trennen kann, nicht analysieren kann. Wir hören immer nur einen der beiden Töne und dennoch wird der andere Ton uns das Gehörerlebnis ordentlich verändern. Hören wir uns das mal an. Am Anfang sind beide Töne auf gleicher Höhe. Und wir hören eine Fluktuation. Dann so ein Grrr. Dann ganz fieses. Und jetzt, wo sie sich weiter trennen, hören wir plötzlich zwei Töne. Dann geht's wieder. Für diese auftretenden Effekte gibt es jeweils speziell eine Analyse. Ich schalte sie mal dazu. Wir nehmen noch dazu die Schwankungsstärke über der Zeit und bei Rauigkeit gibt es auch noch verschiedene. Nehmen wir sie alle direkt mal mit, dann haben wir das auch den Unterschied gesehen und berechnen das einfach nochmal aus. Gucken wir jetzt mal hier nur auf diesen ersten Bereich, wo die Töne noch dicht beieinander liegen. Da ist die Schwankungsstärke einfach unsere Analyse, die sagt, da gibt es diese Amplitudenmodulation, die wir als starke Schwankung wahrnehmen. Wir spielen das Ganze mal ab. Ja, hier können wir uns darauf konzentrieren. Ob jemand an, aus, an, aus. Obwohl eigentlich beide Töne die ganze Zeit gleich laut sind, nehmen wir nur einen stark modulierten Ton wahr. Das ist bei 10 Hertz Frequenzabstand. Bei größeren Frequenzabständen, dann kommt dann plötzlich, man sieht das hier unten sehr schön, so ein ganz anderer Effekt. Das hört sich dann an wie so eine Art. Das ist die sogenannte R-Rauigkeit. Die empfinden wir beim Abstand von 30 Hertz. Aber wir sehen, die Rauigkeit steigt noch weiter an. Hier in diesem Bereich zum Beispiel hat sie ihr Maximum. Das ist dann die klassische Rauigkeit, die bei 70 Hertz ihr Maximum erreicht. Das klingt einfach nur fies, unruhig, so ein bisschen gedrückt. Und schließlich hier hinten raus trennen sich die Töne so weit, dann höre ich jetzt zwei Töne. Und diese Analysen zeigen mir das. Es gibt da verschiedene Analysen, wie man sieht. Das ist so die klassische Rauigkeit. Die kommt noch aus Zeiten, wo man Akustikanalyse mit Hilfe von analogen Systemen gefiltert hat. Darunter die Head-Eigenentwicklung der Rauigkeit. Wir haben festgestellt, dass das gar nicht so ein linearer Zusammenhang ist. Lässt sich natürlich leichter bauen, aber die kommt immer so schwallartig, je nachdem, wie weit die Frequenzen auseinander liegen. Sie können beides nutzen, aber die Unteranalyse ist besser. So, und wie wende ich das jetzt in der Praxis an? Ich nehme mir nochmal mein Flugzeugbeispiel und werte aus. A bewerteten Pegel, die Lautheit, haben wir auch kennengelernt, und eben die Rauigkeit von Head und schaue mir das jetzt nochmal an. So, hier fliegt das Flugzeug vorbei und wir sehen jetzt schon, der Pegel nimmt ein bisschen zu, jeweils in der Mitte, aber die Rauigkeit ändert sich. Am Anfang noch geringer, aber dann hier gibt es einen Bereich, so um 6 Sekunden, dann schlägt plötzlich die Rauigkeit sehr stark durch und danach verschwindet sie wieder. Hören wir uns das jetzt doch nochmal an. Da kommt er, angeflogen, ein bisschen drückend. Ja. Und jetzt schlagartig nur noch ein Flöten. Wir gehen mal auf diesen Bereich gezielter drauf. Hier ist er noch drückend. Das ist so ein. Ja, da kann er nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, ein bisschen später, ist er ganz entspannt.
Das heißt, die Wirkung ist gigantisch. Obwohl der Pegel hier höher ist, also lauter, klingt das Flugzeug entspannt und locker. Vorher angestrengt. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Bereich um 6 Sekunden eine ungünstige Frequenzpaarung, die uns den Eindruck vermittelt, dass es hier verkrampft ist. Und die müssen wir jetzt finden. Ganz klassisch verwende ich da eine FFT über der Zeit und schaue mir da alle Frequenzen einfach mal an. Und da haben wir eine Menge Frequenzpaarungen drin. Jetzt kann man anfangen, hier zu suchen, wo haben wir zwischen 2 benachbarten Linien genau 70 Hertz rum. Ja, viel Spaß. Ja, dann kann ich hier mal einen Cursor ansetzen. Also von da bis da sind jetzt 154, das ist nicht. Oder von da bis da, das kann es nicht sein. Das muss doch einfacher gehen. Da kann es nicht eine Analyse geben, die einfach sagt, da ist dein Problem. Natürlich gibt es das. Und zwar heißt die spezifische Rauigkeit. Das Spezifische heißt immer, dass wir das auch auf die Frequenzen einzeln aufteilen. Aber auch hier Gehörmodell. Diese klassische Rauigkeit von damals, da braucht ihr schon eine Sondergenehmigung auf meiner Lizenz, dass die überhaupt hier nochmal auftaucht. Davon haben wir bewusst Abstand genommen. So, zack. Und dann kriege ich auf einem Bild direkt angezeigt, hier, das ist dieser Bereich, wo dein Flugzeug laut ist. Hören wir uns das ruhig nochmal an. Und dann kommt da, das ist genau dieser Bereich hier. Und jetzt kann ich sie einfach auslesen. Dann sehe ich jetzt hier, das ist bei 10,5 Bark. Und da sind viele wieder raus. Was zum Teufel ist ein Bark? Und das ist die sinnvolle und native Einstellung der Frequenzauflösung bei einem Menschen. Wenn einen das blockiert, verstehe ich, dann kann man das auch umschalten. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die Analyseeinstellung und sagen, ich will nicht Frequenzskala in Bark, ich will das bitteschön in Hertz. Da kenne ich mich aus und berechne das einfach nochmal neu. Und dann bekomme ich diesen Bereich jetzt nochmal schön klar angezeigt. Und dann kann ich hier gucken, da sind wir hier bei 6 Sekunden, hier bei 1380 Hertz. Hier ist der Frequenzbereich problematisch. Und damit zurück zur FFT. Das sind diese Frequenzpaarungen, die einfach ungeschickt liegen. Von da bis da, das sind ja so 77 Hertz. Bis da sind nochmal so 78 Hertz. Da ist einfach das Problem. Das heißt, wenn ich jetzt diese mittlere Frequenz herausnehme, habe ich zweimal direkt die Wirkung, dass ich diese Rauigkeit reduzieren kann. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder baue ich jetzt nochmal das Flugzeug neu, achte darauf, dass dieser Frequenzton nicht auftritt, mache eine neue Messung. Ich denke mal so in 7, 8 Monaten haben wir da mal so eine Vergleichung, können gucken, was uns das gebracht hat. Oder ich habe doch Artemis. Dann kann ich doch mit dem Sound Engineering Tool das einfach mal ausprobieren. Wie viel dB muss ich den absenken, um welche Wirkung zu erzielen? Das mache ich in 2 Minuten. Ich gehe auf Bearbeiten meiner Messung mit dem Sound Engineering Projekt. Da lade ich meine Messung hinein. Das war das Flugzeug A. Das Pinselwerkzeug haben, das ist das Einfachste. Da haben wir sie wieder. Dann nehmen wir doch jetzt einfach mal den hier weg. So, da auch noch. Wie Photoshop. Gut, wegnehmen ist natürlich immer besser, weil es ja auch leiser wird. Man kann sich aber auch einen anderen Bereich auswählen, wo es keine Störgeräusche gibt und dann hier den störenden Bereich damit überschreiben. Jetzt bleibt der Pegel erhalten, wir nehmen nur das Störgeräusch raus, nur die Rauigkeit. Und jetzt haben wir das einfach mal pegelneutral herausgenommen, mal rausoperiert und können jetzt direkt mal gucken, was bringt uns das. Ich kann es ja abspielen. Jetzt habe ich ein sauberes Geräusch ohne meinen Störer. Und das kann ich mir jetzt einfach als neue Messung herausschreien, als ob ich die gerade frisch gemessen hätte, ohne den ganzen Aufwand, das tatsächlich zu bauen. Ist das eine Möglichkeit? Bringt das? Reicht das? Schauen wir uns das an. Ich gehe auf meine aktuellen Ergebnisse. Da habe ich schon die Ergebnisse vom Sound Engineering Aeroplane A ohne den Ton. Und das vergleiche ich jetzt gegen die Originalmessung. Und zwar nehme ich jetzt die Rauigkeit und die spezifische Rauigkeit einfach nebeneinander in einen Data Viewer. Hier die Originalmessung, hier bei 6 Sekunden hatten wir diesen größten aller Ausschläge, was Rauigkeit angeht, und der ist jetzt weg. Den haben wir wirklich sauber ausgemerzt. Hier in dem 2D-Diagramm kann man das noch besser sehen. Dieser Riesenhubbel bei 6 Sekunden ist hier deutlich reduziert worden. Ich kann die auch mal übereinander legen. Jetzt hier nur mal den linken Kanal ausgewertet. Das war vorher sehr rau, das war die Spitze, der schlimmste Moment. Und jetzt durch diese kleine Operation, das Rausnehmen des Tones, aber aufgefüllt mit gleichem Pegel, reduziert sich deutlich die Rauigkeit und damit das Gesamtempfinden. Und jetzt kann ich mit stolzer Brust zu meinem Chef gehen und sagen, ich habe das schon mal ausprobiert, das bringt uns das. Ich kann Ihnen das mal vorspielen, Sie können sich das anhören. Wir müssen an diesem einen Ton, dann müssen wir den Schuldigen finden und den müssen wir versteifen, verändern, verschieben und dann klingt es nicht mehr so unangenehm. So, das war jetzt die Rauigkeitsanalyse von Head, wie ich sie seit Jahren nutze, um Sounddesign zu optimieren.
Man munkelt so, dass momentan gerade wieder daran gearbeitet wird, die noch leistungsfähiger zu machen. Da gibt es also ein Update. Wenn das rauskommt, werde ich auf jeden Fall hier nochmal ein Video einstellen dazu. Das interessiert mich selbst. Also, Abo lohnt sich, da verpassen Sie nichts. In der Zwischenzeit werde ich nochmal andere Analysen vorstellen. Da gibt es so ein richtig paar leistungsfähige Sachen, die so viel besser sind als einfach nur eine Pegelanalyse, die einem wirklich zeigen, wann klingt was gut und wann klingt es schlecht. Das sollte jeder kennen.